Das heißt, ihr kriegt jetzt eine Meldung, dass ihr das noch bestätigen könnt. Und dann, so, da ist noch irgendjemand. So, genau. So, und dann springen wir live auf Facebook. In der Zeit könnt ihr euch gern noch was zu trinken holen. Dauert noch einen klitzekleinen Moment, bis ich die Gruppe ausgewählt habe. Leider steht die nicht ganz oben, warum auch immer. Da ist sie. Und noch aktivieren. Hallo. So. War das jetzt gerade die Sabine? Genau. Ah ja, hallo liebe Sabine, hat geklappt jetzt mit der Technik. Ich sitze jetzt hier mit Tablet und Notebook und Okay. Sehr schön. Ich habe gerade schon alles eingestiehlt und eingestellt. Hallo, guten Morgen. Dann würde ich sagen, bist du schon stumm, Sabine? Ne, jetzt, genau. Nochmal herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich habe gerade gesagt, schön, dass ihr alle da seid, trotz dieses schönen Wetters. Der eine oder andere hat sich zum Wandern abgemeldet und schaut es dann nach. Das ist natürlich auch absolut in Ordnung. Dann würde ich mal sagen, ich teile jetzt mal den Bildschirm. So, und fixiere mich noch. So, aha, jetzt läuft alles wunderbar. Sehr schön. Das hat jetzt auch geklappt. Dann springen wir auf die Präsentation. So, einmal zeigen. Ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt alles eingestellt ist. Doch, ich bin fixiert. Genau, das passt alles. Und jetzt nochmal teilen. So, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seht alles. Vielleicht macht ihr nochmal Daumen hoch ganz kurz, wenn ihr alles seht. Ja, super, wunderbar. Also, wir starten ja heute in den nächsten Tag. Und es geht heute um das Thema, ich starte durch und am besten jetzt. Wir haben schon drei wunderbare Tage, Stunden hinter uns miteinander und haben ganz viel schon in Gang gebracht, ganz viel besprochen, ganz viel Impulse gesetzt und aufgenommen, was ich mir immer sehr, sehr wünsche. Und ja, das ist natürlich das, worum es auch hier geht bei so einer Challenge, dass ihr schon ganz viel für euch mitnehmen könnt. Ihr habt ja gestern eine Tagesaufgabe noch mit auf den Weg bekommen, in den Nachmittag bekommen, die da heißt, was kann ich loslassen? Was will ich vielleicht noch loslassen, um, ich sag mal, die Hände frei zu haben zum Weitergehen oder zum Losstarten? Und das wäre natürlich interessant für mich. Was ist euch da begegnet? Was ist da euch eingefallen, was ihr loslassen könntet? Wenn ihr Lust habt, schreibt es gerne in den Chat hinein. Lasst es mich wissen, was ihr loslassen könnt, was ihr loslassen wollt, um ein Stück weit mehr Freiheit leben zu können. Was ist euch da eingefallen? Vielleicht etwas mehr Verantwortung loslassen, etwas mehr kümmern um andere, solche Dinge. Ist noch keiner so richtig heute Morgen auch noch mal, ja, oder noch in seiner eigenen Gedankenwelt. Da kommt gerade was reingeflogen. Genau, Verantwortungsgefühl loslassen für andere. Weil wir dürfen immer die Verantwortung für uns selbst erstmal am Schopfe packen. Ne, denken wir an die Löwin, die auch zuerst Verantwortung für sich übernimmt und dann natürlich ihre Verantwortung für ihre Löwenkinder. Das ist so, so wertvoll, das immer im Blick zu haben, dass wir auch die Verantwortung für uns selbst haben und die anderen ja auch für sich selbst haben, die Verantwortung. Und wenn jeder Verantwortung für sich übernimmt, dann ist es doch. Wäre es doch wunderbar. Genau. Oh, da kommt jetzt gerade noch viel mehr reingeflogen. Genau.
Ja, das ist überhaupt kein Thema, Valerie. Lass es einfach auf dich wirken und irgendwann kommt für dich so ein Impuls, wo du sagst, das lasse ich los. Zukunftsängste, ja. Genau, super. Schlechte Glaubenssätze, genau, haben wir gestern auch drüber gesprochen. Vielen lieben Dank. Diese Glaubenssätze, die uns so hindern, ne? Ich bin auch früher über einen Glaubenssatz drüber gestolpert, vor Jahren, bevor ich ins Umdenken kam. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen, das ist so ein Satz, der auch sehr, sehr, sehr hinderlich ist, irgendwann in einem, zu einer bestimmten Lebensphase. Und ja, man kann es aber auch drehen. Und das ist auch sehr, sehr wertvoll. Da hatte ich ja auch schon mal kurz angesprochen. Ja, ihr Lieben, Dankeschön für eure Eindrücke, für eure Gedanken, die euch dazu eingefallen sind. Und natürlich ist das eine Frage, die man sich öfter stellen kann. Was von dem kann ich loslassen? Wir hatten ja gestern auch Antje dabei, die den Buchtitel für sich verfasst hat, die Frau, die aus dem Büro ging und anfing zu leben oder so ähnlich. Und da dürfen wir natürlich auch etwas im Alltag loslassen. Letzten Endes, was uns ein zu viel bereitet. Und diesen Punkt herauszufinden, das können wir im Grunde uns fast täglich fragen. Genau. Ja, wunderbar. Dann lasst uns weitergehen in unserem Tag und nochmal einen kleinen Rückblick machen auf den gestrigen Tag, auf die gestrige Stunde. Da haben wir uns ja ganz arg mit euren Zielen, mit eurem Ich mache mein Ding beschäftigt. Also ich würde es mal anders formulieren. Ich mache mein Ding beschäftigt. Und da ging es auch mal noch darum, die Träume, die wir alle haben, nicht aufzugeben, nicht unter den Teppich zu kehren, nicht in Schubladen zu stecken und die zu verschließen, sondern rauszuholen, zu träumen, was wir als Kinder gemacht haben oder als Jugendliche vielleicht. Und irgendwann haben wir es abgewöhnt bekommen. Und das ist so, so schade, weil die Träume sind das, was uns so leben lassen, lebendig werden lassen und sie auch zulassen dürfen, uns das gönnen, darüber zu träumen, davon zu träumen, was wir gerne wollen. Und dann natürlich die Taxifahrt. Ne? Wo wollen wir hin in unserem Leben? Was würden wir dem Taxifahrer sagen? In welche Richtung wollen wir? Weil sonst weiß der nicht, wo er hinfahren soll. Also so sehr, sehr richtungsweisend auch für das eigene Leben, für den eigenen Alltag. Und dann haben wir uns beschäftigt mit deinem Wunschzettel, so wie es früher zu Weihnachten und zum Geburtstag gemacht wurde, hast du jetzt deinen Wunschzettel angefangen und vervollständige den gerne einfach für dich zu Hause nochmal. Lass ihn reifen und wachsen und dann beginne mit der Priorisierung. Ja, dein Lebensbuch hast du tituliert. Wie könnte das heißen? Wie könnte der Titel deines Buches lauten, wenn du dein zukünftiges Leben anschaust? Und da hatten wir wunderbare Titel. Das war ganz grandios. Ja, und dann natürlich die Frage, ja, wer hält dich davon ab? Oh, ich sehe gerade, da fehlt ein Stück vom Satz. Wer hält dich davon ab, ja, dass du deinen Lebenstraum umsetzt, dass du ihn angehst, dass du Lust hast, ihn umzusetzen und nicht denkst, ach, ne, der geht nicht mit, der hat bestimmt was dagegen. Und was sage die Leute, wenn ich das und das und das mache? Das ist völlig egal. Es geht nicht darum, jemand vor den Kopf zu stoßen oder jemanden zurückzulassen. Es geht darum, dein Leben zu leben. Die anderen leben auch ihres. Und das dürfen wir ganz genauso machen. Und am besten noch die anderen mitreißen, also mitreißen oder vielleicht auch ein Stück mitreisen lassen. Und das macht es dann nachher aus. Und dann, vielleicht habt ihr schon mal reinspitzen können, die Resilienzheldinnen-Meditation, die euch auch nochmal ein Stück weit verinnerlicht oder beim Verinnerlichen hilft, eures Bildes, das aufzubauen von eurem Ziel, von eurem Wunsch-Ich, das nochmal intensiver anzuschauen, wie du dich da fühlst, wie es da ausschaut, wo du bist, wer ist an deiner Seite. Also ganz wunderbare emotionale Themen, die du für dich auch nochmal nutzen kannst, um da noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Und je öfter du diese Meditation anhörst, desto mehr oder desto schneller kommst du auch in dieses Bild rein. Und desto mehr kannst du dich emotional damit verbinden. Genau. Dann haben wir natürlich den Teil 3, die Lücke 3 in unserer Freiheitsformel vervollständigt. Und ja, bevor wir da reinschauen, schauen wir jetzt nochmal rein in eure Tagesskala. Wie geht es euch heute? Da bin ich natürlich ganz arg gespannt. Da stand noch was. Okay, super. Oh, du bist eingeschlafen, Susanne, super klasse. Und das ist ja schön, da bist du noch eingetaucht in dieses Bild und hast mit in deinen Schlaf genommen, wie schön. Sehr schön. Super, das freut mich. Das ist auch gut, weil das Unterbewusstsein arbeitet ja weiter, auch wenn wir schlafen.
Genau. Wo geht es euch heute, wenn ihr auf einer Skala von 1 bis 10 das betrachtet? Schreibt es gerne in den Chat und natürlich auch in euer Workbook. Mal gucken, was da reinkommt. Ja, Susanne ist 6 bis 7. Sabine 6, die Valerie 7. Super, das ist doch schon mal auf, ich würde mal sagen, gelb-grün. Ne? Manuela 8, super. Das geht schon in Richtung grün, wenn wir mal die Ampel nehmen. Und das ist alles gut so. Und wir haben ja auch gesagt, das ist immer die Tagesverfassung, die wir haben. Und so schlägt sich auch eine Zahl, wie wir uns heute fühlen, auch entsprechend nieder. Genau. Super, vielen Dank fürs Teilen, ihr Lieben. Und dann gehen wir jetzt weiter zum nächsten Blättchen, was ich euch vorbereitet habe. Wir haben ja die Formel angefangen aufzubauen. Freiheit ist gleich. Punkt 1, die Lebenskraft, all eure Potenziale, alles, was ihr in eurem Fundament verankern könnt, dass ihr das aufbaut und aufbaut und aufbaut, um eure Lebenskraft zu stärken. Da gehören eure Stärken dazu, eure Fähigkeiten, eure Kraftquellen natürlich. Was tut euch gut? Natürlich der Glaube an euch, an dich selbst. Da haben wir auch hingeschaut, wie wir mit der Kraft der Gedanken uns optimistisch, also zuversichtlicher denken können, was wir da mit unseren Gedanken machen können und dadurch den Glauben an uns selbst erhöhen können, sodass wir auch viel mehr in die Freiheit gehen können, uns das zulassen, dass wir das machen können, dass wir es schaffen, in die Richtung zu gehen. Und natürlich, da haben wir uns gestern auch intensiv damit beschäftigt und da waren wir total im Flow. Was ist die dritte Lücke? Nämlich euer Wunsch, ich, euer Ziel, eure Richtung. Wo wollt ihr hin? Und jetzt schauen wir in die nächste, ins nächste Thema und vervollständigen heute die vierte Lücke. Ich freue mich schon sehr drauf. Ja, was wir heute nochmal intensiver betrachten, ist nochmal ein Stück eures Fundamentes, weil das, was wir hier nochmal sehen, gleich und auch durchsprechen, ist auch nochmal ein Teil eures Fundamentes. Und ihr merkt, pro Stunde festigen wir und stabilisieren wir das Fundament, auf dem du dann alles andere aufbauen kannst. Und das ist ja auch ganz wunderbar. Und wenn man das mal so sich bewusst macht, was wir alles in uns haben. Letztens hat, das war auf der Bergeauszeit, eine Klientin von mir gesagt, es ist alles da. Es ist alles da in mir. Ich darf es nur aufwecken, erwecken, wieder rausholen aus den Schubladen, die ich alle irgendwann mal zugemacht habe. Es ist alles da. Und dieses Bewusstsein, das ist natürlich auch nochmal so ein Stück weit ein Game-Changer für sie, also auf jeden Fall gewesen. Und ja, das ist natürlich ganz wunderbar, wenn man das auch sich bewusst macht zum einen und künftig dann aber noch mehr darauf achtet, wie man das im Alltag anwenden kann und nutzen kann. Ja, deine Ressourcen. Na, wir haben schon deine Stärken auch mal angeschaut. Und ich habe hier ein Foto ausgewählt. Da ist so ein Reißverschluss drauf. Ne? Das ist wie so ein Reißverschluss, wenn du so, ich sag mal, jetzt vielleicht eine Fließjacke anhast oder so eine Jacke anhast und machst die so auf und entfaltest so dich, entblätterst dich, entfaltest dich sozusagen. Ne, so nach dem Zwiebelprinzip, ich ziehe jetzt beim Wandern, wird es mir zu warm, ich ziehe meine Jacke aus und entfalte noch ein bisschen mehr von meinem Ich, also von meinem, was ist darunter? Was ist darunter versteckt? Und darum geht es hier. Und da ist natürlich ein Wolkenherz drin, klar, da ist deine Herzens, wie soll ich denn sagen, dein Herzensmensch, der du bist, auch nochmal sichtbar. Du bist viel sichtbarer ohne Jacke. Beim Mantel machst du vielleicht ein Stück auf. Ist mir gerade noch mal so in den Sinn gekommen, einen Mantel aufzumachen, einen Schutzmantel vielleicht auch, ein Stück weit sich zu öffnen für neue Dinge und natürlich auch die Potenziale rauszuholen. Was ich auch gerade noch mal gesagt habe, deine ganzen Stärken, deine Fähigkeiten, wir haben das alles. Und wichtig ist, dass wir da hinschauen, dass wir sagen, ja, ich habe das und vor allem darüber auch zu reden, nicht so bescheiden sein. Ja, das ist immer so, wenn ich das in Seminaren mache, diese Übungen, eure Stärken, dann sagen die meisten ja, wenn du mich gefragt hättest, was sind meine Schwächen oder was kann ich nicht, dann hätte ich dir sofort 10 Sachen aufgeschrieben. Aber es geht ja darum, wenn wir wieder die Positivbrille aufziehen wollen, nicht darum, darauf zu schauen, was wir nicht können oder was nicht klappt, sondern das, was wir, das, was geht, was wir können, was auch schon geklappt hat.
kommen wir auch gleich nochmal dazu. Also einmal das, was du in dir hast, deine ganzen Potenziale, also ja, was du, deine inneren Ressourcen, die du hast. Und dazu gehört natürlich auch das, was du vielleicht, man könnte es Erfolgscode nennen. In der Vergangenheit hast du ja auch schon ganz viele Herausforderungen, vielleicht Krisen gemeistert. Jeder von uns hat irgendwann in seinem Leben, ich kenne niemanden, wo das nicht so war, einen Punkt gehabt, wo er gesagt hat, boah, jetzt ging es mir ganz schlecht. Ich habe da so ein Schaffenstal, ich habe ein Energietal, ich habe vielleicht eine Krise, das könnte Trennung sein, ne? Das könnte, vielleicht auch früher haben wir Prüfungen geschrieben, wo wir Angst hatten davor und so weiter. Es gibt ganz viele Momente, die du schon gemeistert hast in deinem Leben. Und wenn du mal zurückschaust, auch zu sagen, Mensch, stimmt, ich habe ja schon ganz viel geschafft in meinem Leben. Geschafft, geschaffen, ganz viel gemeistert und bewältigt. Und wenn du da mal hinschaust und jetzt sagst, ach, das habe ich ja, es ist irgendwie gegangen und es war so selbstverständlich, dass ich das alles gemacht habe. Nein, es ist nicht selbstverständlich. Es ist etwas, was du gut gemacht hast. Und dafür darfst du dich auf beiden Seiten dicke loben. Das macht auch etwas mit dir selbst. Das motiviert dich selbst, lässt den Glauben an dich wachsen und natürlich auch positiv und zuversichtlich wieder, dass immer wieder beim Optimismus in die Zukunft schauen. Und darauf auch zu schauen, Mensch, das habe ich gut gemacht. Und dann zu gucken, wie habe ich das gemacht? Mit welchen Fähigkeiten, mit welchen Eigenschaften, mit welchem, war es vielleicht Ausdauer, ja, oder Disziplin oder was auch immer. Schau da gerne mal hin, ganz intensiv. Was ist dein Erfolgsrezept gewesen? Dein, wie soll ich denn sagen, dein Meisterinnenrezept? Was ist das gewesen? Was hast du wie gemeistert? Und das kannst du ja jederzeit wieder anwenden. Also so nach dem Motto, es ist alles da. Habe ich alles schon mal gemacht? Kann ich ja wieder verwenden. Und das ist ganz, ganz wertvoll, diese Erkenntnis auch nochmal. Deswegen mach deinen Reißverschluss auf, erwecke, pack deine Potenziale aus und entfalte sie, entblättere sie. Und dann kommt das Wahre innen auch zum Vorschein. Das eine sind die inneren Ressourcen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben. Es gibt ja hier aber auch externe Ressourcen. Und wie oft ist es dir vielleicht schon so gegangen, dass dir liebe Menschen in deinem Umfeld Hilfe angeboten haben? Und was hast du gemacht? Du hast sie vielleicht abgelehnt, weil du gedacht hast, ach, ich bin stark genug, ich will stark sein, ich schaffe das alleine. Na, da sitzt auch so eine, die das immer so gemacht hat. Nie Hilfe angenommen und dankend abgelehnt und so weiter. Nee, schaffe ich alleine. Ne? Wir sind alle auf Leistung gepolt und um Hilfe bitten. Um Gottes Willen, das geht ja überhaupt gar nicht, weil dann zeigen wir ja eine Schwäche, vermeintliche Schwäche. Aber das ist ja im Grunde genau rumgedreht. Wenn wir um Hilfe bitten, ist das eine Stärke. Und wenn wir es als Stärke sehen, dann können wir uns das immer wieder zunutze machen. Und ganz ehrlich, alle anderen sind auch dankbar, wenn jemand um Hilfe bittet, weil wenn jeder immer denkt, er muss stark sein, hat er ja Angst, Schwächen zuzugeben. Und wenn andere sehen, dass du um Hilfe bittest, dann bist du ja, dann zeigst du dich ja auch, wie soll ich sagen, menschlich. Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler, an irgendeinem Punkt unseres Lebens wissen wir nicht weiter. Dann ist es doch okay zu sagen, kannst du mir helfen, bitte, bitte. Ich wäre dir dankbar, wenn du mir helfen würdest. Das können ganz viele Menschen in deinem Umfeld sein. Und dieses um Hilfe bitten, das machen wir allzu wenig. Und es ist eigentlich schade, weil wir müssen, ihr wisst ja, das Wort müssen will ich ja gar nicht unbedingt anwenden, aber wir brauchen nicht immer alles selbst zu machen. Wir dürfen um Hilfe bitten. Und umgekehrt, auch wenn uns jemand um Hilfe bittet, natürlich auch unsere Hilfe anbieten, das ist ja nie eine Einbahnstraße. Es sollte nie eine Einbahnstraße sein. Und deswegen ist das auch so wichtig, externe Ressourcen zu nutzen, in Anspruch zu nehmen. Ja, zum einen, wenn dir Hilfe angeboten wird, wenn ein liebevoller Mensch in deiner Umgebung merkt, dass es dir gerade nicht gut geht, ja, und legt dir vielleicht die Hand auf die Schulter, dann nimmt dich in den Arm und sagt dir, Mensch, was ist los? Ich merke, dir geht es nicht gut. Wie kann ich dir helfen? Dann lass das doch gerne zu. Lass es gerne zu, von Herzen. Weil wenn dieser Mensch, der dir das anbietet, der hat dich lieb, der mag dich, der möchte dir helfen. Das ist ihm ein Herzenswunsch. Und dann lass das bitte, bitte zu. Und natürlich auch umgekehrt anbieten. Und das ist eine wertvolle Ressource, die wir allzu oft nicht nutzen. Weil wir denken, ach, wir müssen es schon irgendwie alleine schaffen.
Das kostet uns aber wertvolle Lebenszeit. Wenn wir wissen, wir können jemand helfen, da ist jemand an unserer Seite, es kann uns jemand helfen, da ist jemand an unserer Seite. Das ist die Abkürzung. Die Abkürzung dahin, wo wir hinwollen. Ein Helferlein sozusagen an unserer Seite, ein Engel an unserer Seite, der uns da vielleicht auch hilft. Und manchmal, und deswegen habe ich dieses Bild hier auch mit den, ihr wisst ja, ich liebe die Berge. Ich kletter nicht, weil ich bin jetzt schwindelfrei, aber dieses Bild hat mir so gut gefallen. Ja, es steht oben schon jemand auf dem höchsten Punkt, wo ich hin will. Und auf den letzten Schritt reicht mir nochmal jemand die Hand und hilft mir hoch. Und das ist so wertvoll. Und da kann ich dich auch nur ermuntern, das auch zu tun, beziehungsweise auch umgekehrt anzubieten. Weil wenn du Hilfe anbietest und kannst jemandem helfen von Herzen und der andere nimmt es dankbar an, dann ist es auch ein wunderbares Gefühl. Ja, jemand die Hand zu reichen oder wenn dir jemand die Hand reicht, sie anzunehmen, dankend anzunehmen. Und du wirst sehen, was das mit dir macht. Und das ist auch eine wichtige Ressource. Einmal die internen, die wir ja schon beleuchtet haben, und eben diese externen Menschen, die an deiner Seite sind und die dir ja, vielleicht auch ein Stück weit Motivation geben, die an dich glauben, die sagen, natürlich schaffst du das. Wie kommst du auf die Idee, daran nicht zu glauben? Ich kenne dich, ich weiß, du schaffst es. Also lass das gerne zu, lass los. Vielleicht wäre das auch ein Punkt, wo wir anfangs und gestern die Tagesaufgabe, lass los, dass du immer denkst, alles alleine machen zu wollen. Das wäre doch ein guter Punkt. Ja, wer kann dich unterstützen? Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz wertvolle Frage. Und da möchte ich jetzt gerne mit dir nochmal etwas näher eintauchen und dich nochmal so ein bisschen in eine ganz liebevolle Atmosphäre bringen und dir mal einen Moment Zeit zu nehmen. Und die Übung ist natürlich auch im Workbook für dich. Und dir mal ja, Gedanken zu machen, welche zwei Menschen an deiner Seite, die da sind vielleicht schon, ja, oder wer, wo du jetzt vielleicht denkst, naja, der oder die könnte mir vielleicht auch hilfreich sein in dieser Situation. Welche zwei Menschen werden dich in schwierigen Zeiten, turbulenten Zeiten, in erschöpften Zeiten, in einem Tal, wo du drin bist, welche zwei Menschen könnten dich liebevoll unterstützen in diesen Zeiten? Schreib es gerne in dein Workbook und wenn du magst, es mit uns zu teilen, freue ich mich natürlich sehr. Nimm dir einen Moment Zeit und lass es wirken. Das ist eine ganz, ganz wertvolle und ja, liebevolle Aufgabe. Oh, da kommt schon was im Chat reingeflogen. Es dürfen auch mehr sein, natürlich. Das ist, Sabine, alles, was dir einfällt. Oder alle, die dir einfallen. So muss ich sagen. Oder will ich sagen. Genau. Es dürfen auch mehr sein, genau. Natürlich. Das sind wahrscheinlich enge Menschen oder wer auch immer, was dir dazu einfällt. Denn manchmal ist es so, dass es dem einen oder anderen ein bisschen schwerfällt, überhaupt zwei erstmal zu finden. Na, zumindest in der Zeit, die wir jetzt eben uns dafür nehmen. Wenn du sicherlich in deinen Tag gehst und in den nächsten Tagen wirst du auch etwas bewusster dahin schauen, wer könnte das vielleicht sein? Und dann werden dir bestimmt auch noch der ein oder andere mehr einfallen. Aber jetzt so in der Kürze. Genau. Notiert es für euch, es ist eine ganz, ganz emotionale, wertvolle Innenschau auch nochmal, um da auch vielleicht ein kleines Aha-Erlebnis zu erleben für dich. Genau. Wir warten noch eine Minute, zwei Minuten, nehmt euch einen Moment Zeit, vervollständigt das gerne, gerne in Ruhe. Im Laufe des Tages oder in den nächsten Tagen.
Und schreibt es natürlich gerne auch in den Chat. Sabine schreibt, es fühlt sich jetzt egoistisch an, ein bisschen Menschen zu wählen, die ich als Helfer fühle und die nichts davon wissen. Was könnten wir jetzt für Schlüsse draus ziehen? Welchen Schluss ziehst du draus, wenn du über die Aussage nachdenkst, die du gerade... Ja, genau. Aber nicht und. Und wenn du jetzt aber, wenn du jetzt, ich will kein Aber verwenden, wenn du jetzt mal dran denkst und dich fragst, warum wissen diese Menschen nichts davon? Vielleicht helfen sie dir und sie tun dir gut. Wäre es dann vielleicht zu überlegen, ob du ihnen das mal sagst, dass sie ihr... dass sie dir gut tun, Heuwägelchen, wäre das vielleicht mal eine Option, Menschen das wissen zu lassen, dass sie dir gut tun? Nimm den Gedanken vielleicht gerne mal mit. Oh, Valerie schreibt, ich habe 6 Personen aufgelistet, denke, je nach Herausforderung bekommen wir vom Leben nochmal jemanden zur Seite gestellt. Genau, absolut. Und manchmal tauchen diese Personen so, ich will nicht sagen aus dem Nichts auf, aber oft dann, wie du es auch geschrieben hast, wenn du sie brauchst. Genau. Kommen sie oftmals zur Seite gestellt. Ja, ihr Lieben, das ist ein ganz emotionales Thema, weil wir vielleicht auch nochmal aus einer anderen Perspektive draufschauen und mal überlegen, okay, wie Sabine das eben ging, es gibt Menschen, die mir gut tun, die mir helfen, die mich unterstützen, ohne dass sie das eigentlich wissen, ist auch gut. Vielleicht wäre es tatsächlich interessant, sie das wissen zu lassen oder ein Danke zu sagen, wie auch immer. Oder es einfach dabei zu belassen und innerlich Danke zu sagen. Genau. Sehr schön. Super, Mensch, ihr habt so viele Personen gefunden, das ist ja klasse. Ich danke euch sehr für das Mitmachen. Und das ist so, das ist der eine oder andere emotionale Moment, ist schon auch gekommen bei dieser Frage. Und das wünsche ich euch sehr, weil das ist nochmal so ein Herzensthema. Weil der Mensch ist ein soziales Wesen und es ist wichtig, uns mit genau diesen Menschen auch zu umgeben, die uns gut tun, die wir brauchen, um unseren Weg zu gehen. Genau. Vielen Dank dafür. Und jetzt, wo wir schon mal ein bisschen wieder reingeschaut haben, okay, jetzt zuletzt die Übung, welche Menschen sind an meiner Seite, die mich liebevoll unterstützen in schwierigen Zeiten, in herausfordernden Zeiten, vielleicht in Krisenzeiten. Na, dann haben wir ja vorhin nochmal auf deine Ressourcen geschaut. Und ich bin sicher, dass da auch das eine oder andere nochmal bei dir sich so im Köpfchen bewegt hat. Mensch, da ist schon ganz viel. Da ist schon ganz viel. Warum in aller Welt habe ich denn bisher so gezögert vielleicht mit dem, was ich umsetzen will, was ich verwirklichen will? Und jetzt möchte ich, da ist nochmal was reingeflogen im Chat, da gucke ich nochmal geschwind. Genau, Susanne schreibt, das ist ein Prozess, sich auch mal zart oder schwach zeigen zu können. Das sind die wertvollsten, genau. Ich habe geübt, mit solchen Menschen vor einer Operation an die Klinik zu laufen, damit ich die Angst verliere. Wow. Wow, super, genau. Wow. Ja, das ist auch so ein Thema, ne? Diese, wenn du Angst hast vor etwas, ganz furchtbar Angst, vor einer Operation, vor Untersuchungen, vor Spritzen. Es gibt Menschen, die haben ganz furchtbar Angst vor Spritzen. Und dann ist es wichtig, dass da ein Engel an unserer Seite ist. Manchmal sind es Mitarbeiter aus dem Krankenhaus oder aus der Arztpraxis. Ja, ich erinnere mich da an ein Erlebnis. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Danke für diesen wunderbaren Impuls, liebe Susanne. Wir sind ja unter uns. Ich habe eine Spirale zur Verhütung. Und die einzusetzen, wer das schon mal gemacht bekommen hat, ist so nicht schön. Und meine Frauenärztin hat mich natürlich abgelenkt und so weiter. Und dann war eine Sprechstundenhilfe neben mir gestanden, hat meine Hand gehalten und hat mir so über den Arm gestrichen. Ich weiß nicht mal ihren Namen, aber das hat mir so gut getan. Diese Frau hat mir so geholfen es war gar nicht lang, 3 Minuten. Und ich habe hinterher zu ihr, ich habe mich so bei ihr bedankt, ich hätte es am liebsten gedrückt, aber es war während Corona. Und habe ihr gesagt, sie waren jetzt mein Engel an meiner Seite. Das hat so gut getan mir und sie hat sich natürlich auch gefreut. Aber das ist genau das, das sind diese Menschen, die dann auftauchen. Und wenn wir diese bewusst wahrnehmen als Helferlein, sage ich jetzt mal,
dann ist das natürlich auch wunderbar. Und dann ist auch ganz oder entsteht auch ganz oft das Bedürfnis, da ein Danke zu sagen, etwas in irgendeiner Form zurückzugeben. Genau. Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank. Das ist auch ein ganz wunderbares Thema. Ja, gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir, wie gesagt, schon ganz viel nochmal das Fundament erhöht und aufgebaut, stabilisiert. Und jetzt lade ich euch ein, nämlich die Regisseurin in eurem Leben zu sein. Euch mehr zu trauen. Dadurch, dass ihr jetzt herausgefunden habt, ich habe ja ganz viel. Wie schon gesagt, die eine Klientin sagte, sie hat sie ein paar Mal nachher noch wiederholt, weil sie gesagt hat, warum ist mir das nicht früher bewusst gewesen eigentlich? Ne? Und manchmal fragt man sich Dinge, wo man sagt, warum war mir das vorher nicht klar? Es ist alles da. Ich darf es rauslassen. Ich darf es einfach rauslassen und nutzen. Und vor allen Dingen nicht bescheiden sein. Und deswegen lade ich dich ein, dich auf dein Regisseurinnenstühlchen zu setzen, die Direktorin zu sein in deinem Leben, zu sagen, ich will das und das und das so haben. Und nimm die anderen mit, reiße die anderen mit. Weil mit einer positiven Ausstrahlung geht das Ganze viel, viel besser. Und wir können die anderen auch mit begeistern. Vielleicht ist jemand dankbar, dass du sie mitnimmst. Und versuche irgendwo immer dieses Lebensdrehbuch, dessen Titel du ja für dich schon gefunden hast, dieses Drehbuch selbst zu schreiben. Und das kannst du auch machen, indem du wirklich ein Buch schreibst und dich darin so beschreibst, wie du gerne sein möchtest. Aber versuch vielleicht jeden Morgen mit diesem Gedanken aufzustehen, das ist so meine Herzensempfehlung, heute bin ich die Regisseurin meines Tages. Natürlich sind da noch viele Akteure um dich drumherum, klar. Das sind Komparsen, das sind noch irgendwelche Hauptrollenspieler und so weiter und so fort. Die wollen alle gemanagt werden. Wie soll ich denn sagen? Die sind alle da und wollen irgendwo reinpassen oder sollten irgendwo reinpassen in deinen Tag. Aber versuche immer mehr ein bisschen die Regisseurinnenrolle zu übernehmen. Das ist nämlich deine Freiheit, die du dir rausnehmen kannst. Und fang mit was ganz, ganz Kleinem an. Und du wirst sehen, wie sich das anfühlt für dich. Nämlich richtig gut. Und dann kannst du anfangen, so ein bisschen zu spielen auch. Ne? Wie wenn ich da noch ein bisschen mehr reingebe von meiner Regisseurinnenfunktion. Es geht nicht darum, die anderen zu bestimmen oder denen zu sagen, wo es lang geht. Im einen oder anderen Fall vielleicht schon. Aber es geht darum, das, was du aktiv für dich gestalten kannst, das zu erkennen und das dann auch zu tun. Das ist auch ein Stück Freiheit. Deswegen lade ich dich ein, Direktorin zu sein in deinem Leben. Ja, und wenn wir das alles machen, wenn wir das so beherzigen und das alles auch ausprobieren und unsere Fähigkeiten, Eigenschaften, die wir haben, uns zunutze machen und das auch spüren, wie es sich anfühlt, wenn wir uns die zunutze machen, alles, was da ist, auspacken, entfalten und nutzen, dann ist es so, dass wir immer mehr in eine, in eine Lebenssituation kommen wir, wo wir mehr und mehr und mehr Zufriedenheit verspüren. Und dann kommt das hier zum Tragen, nämlich diese aufsteigende Lebenskurve. Na, auf der einen Achse sehen wir die Lebenszufriedenheit, auf der anderen unsere Lebenszeit. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, wir haben unsere Restlaufzeit vor uns. Na, jetzt, ich bin ja, wie gesagt, 51, also Lebensdurchschnittsalter, Durchschnittserwartungsalter ist bei 83. Da ist noch eine Menge Luft im Grunde. Aber weiß ich, ob ich mit 70 noch fit bin? Ich weiß es nicht. Ich kann heute schon einiges dafür tun, indem ich gut für mich sorge, bewege, Ernährung, alles, hatten wir auch schon kurz drüber gesprochen. Aber ich weiß es nicht. Deswegen ist es umso wichtiger zu sagen, okay, jetzt diese Zeit, die Gegenwart, die zu gestalten. Und wenn ich hier unten, da wo die Achsen sich berühren sozusagen, wenn wir da sagen, okay, wir sind jetzt da in einem, in einem Schaffenstal, in einem großen Energietal, in einer großen Herausforderung oder gar Lebenskrise. Wenn wir dann sagen, okay, ich mache mich auf den Weg, ich habe meine Richtung jetzt schon definiert, ich will dahin gehen. Und ob ich das alleine aus eigenen Ressourcen schaffe oder ob ich jemanden an meiner Seite habe, der mich unterstützt. Wenn wir alle Resilienzwerkzeuge letzten Endes auspacken, die es gibt, dann kommen wir ein Stück weit nach oben oder nach vorne, wie auch immer du das jetzt für dich auslegen möchtest. Und dann kommt es immer wieder zu einem Punkt, sicherlich immer wieder zu einem Punkt, weil unser Leben verläuft nie so,
Niemals. Es wird immer Höhen und Tiefen geben. Immer, immer, immer. Aber, nee, aber nicht. Und wenn wir aber diese ganzen Resilienzwerkzeuge nutzen und unseren Fokus auf das Positive richten, die Positivbrille ausrichten, aufziehen und verschiedene Dinge, die wir jetzt auch in diesen letzten 3 Tagen und heute schon mit aufgenommen haben, das ist ja nur ein Bruchteil davon, selbst dann ist es schon möglich zu sagen, okay, ich komme nicht mehr so in das Tal, wie ich es vorher war, sondern ich komme ja ein Stück weit nach unten wieder in ein Tälchen, aber ich komme nicht mehr dahin in einen Punkt, wo ich gestartet bin. Das heißt, ja, wenn ich dann merke, an diesem Punkt ganz oben, hier oben, oh, da tut sich gerade wieder was auf. Entweder rauscht die Energie weg oder mir geht es nicht gut, gerade körperlich, physisch, psychisch. Und wenn ich dann merke, oh, da bahnt sich irgendetwas an, dann kann ich direkt gegensteuern. Na, wir denken an den Schwamm. Dann wird er nicht mehr ganz eingedrückt. Und dann kann ich dieses Tal abfangen. Und dann geht es von da auf, wenn es mir wieder ein bisschen besser geht, wenn ich wieder meine Resilienzwerkzeuge auspacke, wieder nach oben. Aber es geht nie wieder ganz weit nach unten. Das ist diese Lebenskurve, die ich mir ganz arg wünsche, dass die bei euch auch genauso ausschauen wird, wenn wir unsere Lebenszeit, die wir noch vor uns haben, tatsächlich da mal hinten dran legen und sagen, okay, klar will ich mich nach oben, nach vorne, nach oben entwickeln. Aber mit dem Bewusstsein, dass da natürlich immer auch wieder was kommen kann, dass ich aber oder was ich aber viel schneller abfedern kann. Und das ist so wertvoll, diese Kurve in dieser Richtung auch mal so zu betrachten. Und die ist auch für viele so ein richtiger Gamechanger, weil wir wollen ja nicht mehr hier unten hinkommen. Da wollen wir nicht mehr hin, ganz unten an die Achse. Nein, wir wollen uns ja entwickeln und entfalten und unser Leben gestalten. Und durch die Freiheit, die wir dann damit reinbringen, wir haben die Freiheit zu sagen, Moment, oh, jetzt ist da, tut sich was auf, stopp, jetzt mache ich die Dinge, die mir helfen und dann geht es immer weiter nach oben. Ja, eine sehr schöne Ansicht oder sehr schöne Perspektive, finde ich. Da möchte ich euch einladen, dass die auch zu eurem Bild werden kann. Ja, gehen wir weiter zur nächsten Übung. Wir haben ja auch schon mal gesagt, da gerade in der ersten Stunde haben wir das gesagt, beim Fundament, was wir immer weiter aufgebaut und aufgestockt haben, stabilisiert haben, verdichtet haben letzten Endes, brauchen wir ja auch Kraftquellen. Wir brauchen Kraftquellen. Wir brauchen etwas, was uns unterstützt und motiviert. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, gerade heute auch nochmal, wenn es um die Krisen geht, oder um die Herausforderungen, die ihr in eurem Leben hattet und gemeistert habt, ist daraus, ich sage es mal, ein Erfolg entstanden, nämlich ein Gelingen entstanden. Und wenn wir eine Herausforderung bekommen, das kann vielleicht auch gut im Arbeitskontext sein, wenn wir eine Herausforderung bekommen und denken erst so, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe und so weiter und so fort, ja, wo so die Energie dann gleich runtergeht mit solchen negativen Gedanken und du hast es trotzdem geschafft, du hast gesagt, ich probiere das jetzt. Und du hast es geschafft und es hat funktioniert und du fühlst dich gut dabei. Und wenn du so einen Moment hast, hilft, um dich selbst weiterhin zu motivieren und diese Motivation zu erhalten und mitzunehmen in die nächste Aufgabe, in die nächste Herausforderung, die sich dir vielleicht stellt, dich dafür zu belohnen. Ich habe da oben 3 Geschenke, 3 Päckchen hingemalt. Sich dafür zu belohnen, wenn etwas gelungen ist. Einmal sich selbst zu loben natürlich, immer gerne mal auf die Schulter klopfen. Ihr könnt es gerne auch mal machen, weil das fühlt sich einfach toll an. Es fühlt sich einfach körperlich schon mal gut an. Und das sendet wiederum ein Signal ans Köpfchen. Oh ja, super. Ja, also wenn ihr diese Geschenke euch selbst macht. Und ich möchte euch jetzt mal einladen, mal zu überlegen, welche Geschenke, welche Belohnungen könnten das denn sein, wenn euch etwas gelungen ist. Generell gelungen ist oder vielleicht sogar, wenn wir noch einen draufsetzen, wo ihr vorher gedacht habt, oh, ob ich das schaffe. Ja, gerne mal schauen. Und das sind tatsächlich Geschenke für euch. Baut da etwas. Das kann auch was ganz Kleines sein. Diese Belohnung, das kann auch mal eine Umarmung sein. Weil wenn ihr euch mehr Wertschätzung gibt, das ist auch schon ein Geschenk.
oder eben das Lob. Ganz oft warten wir von außen, bis uns jemand lobt oder Anerkennung, Wertschätzung kundtut. Das ist auch gut und es ist schön, wenn wir es bekommen. Aber leider ist die Realität eine andere. Und dann zu sagen, hey, das habe ich gut gemacht. Oder ich belohne mich jetzt dafür mit einem Kaffee oder was auch immer das für dich sein könnte. Also geh gerne mal in dich und überlege, mit was oder mit wem, wie auch immer, mit welchem etwas oder mit jemand könntest du dich belohnen. Ja, vielleicht für mich ist Belohnung auch, wenn ich mit meinem Hund irgendwo spielen kann, wenn ich mit meinem Hund in die Natur gehen kann. Das ist für mich Belohnung, Kreativität, Erholung, alles zusammen. Vielleicht könnte Belohnung sein, ich ziehe mich mal 10 Minuten, Viertelstunde zurück an meinen persönlichen Rückzugsort im Garten. Will mal nichts hören, keinen sehen, einfach nur für mich sein. Schreibt diese 3 Geschenke gerne in euer Workbook und wenn euch noch mehr einfallen, natürlich sehr, sehr gerne. Und wenn wir das in den Chat schreiben anschließend, ist das natürlich immer auch noch ein Impuls und eine Anregung für andere, die heute mit dabei sind, für uns alle, sodass wir sagen, Mensch, klar, das wäre ja auch mal eine Idee. Deswegen können wir uns gegenseitig so ein Stück weit auch ergänzen und austauschen. Das ist so, so wertvoll. So, eine schöne Wanderung, genau. Da fällt mir unsere Glühweinwanderung wieder ein, die wir noch nicht gemacht haben. Ein Saunagang, genau. Sehr schön. Na, so zum Ende des Tages oder vielleicht auch mal zum Anfang des Tages. Wir haben ja gesagt, na, nicht erst die Arbeiten, dann das Vergnügen. Das Vergnügen könnte ja auch mal am Anfang stehen. Ja, in den Wald gehen, genau, die Natur. Ein leckerer Cappuccino, genau, es braucht gar nichts Großes zu sein. Cappuccino trinken, 10 Minuten auf die Terrasse setzen, genießen, bewusst genießen, achtsam genießen. Genau. Teilt es gerne mit uns, was euch dazu einfällt. Das ist so wertvoll, auch für alle anderen Teilnehmerinnen, die dabei sind. Und genau. Natürlich auch für diejenigen, die es nachschauen. Die sehen zwar den Chat nicht, aber ich gebe es ja auch immer wieder. Von daher schreibt es gerne hinein. Aber schreibt es zuerst für euch auch nochmal auf und haltet alles fest, was euch so an Gedanken da einfällt. Gelee-Bananen. Oh, das sind die. Ah, ja. Mit Schoko umhüllt. Mmh. Ja. Ich kenne die auch. Habe schon lange nicht mehr gegessen, fällt mir da gerade ein. Genau. Ist auch gut. Und wenn man nicht alle auf einmal futtert, ist es okay. Es sind ja Ausnahmen. Dürfen Ausnahmen sein. Genau. Schreibt es gerne mit rein in den Chat. Wenn ihr Lust habt. Sitzen und hören, genau. Ist auch in der Natur schön, da zu sitzen. Heute Morgen war ich schon mit Maya unterwegs und da hat unten am Hof, wo ich vorbeigelaufen bin, der Hahn gekräht. Die Vögel haben gezwitschert, die Sonne war recht mild noch. Also es war einfach grandios. Es war so richtig. Ach so, und unten bei der Un war noch eine Schafherde. Die haben ganz kleine, oh Gott, Kälbchen, Schafskälbchen, genau. Also ganz, ganz, ganz süß. Die sind frisch geschlüpft irgendwie die letzten 1-2 Tage. Und die haben gerufen. Also es war so richtig schön. Lämmchen, danke. Oh Gott. Lämmchen, danke. Kälbchen sind andere. Ja, ich hatte gerade Wortfindungsstörungen. Jetzt muss ich gerade über mich selbst lachen. Ja, wer hat noch was gefunden? Belohnungen für euch. Ja, essen gehen. Sehr schön im Garten liegen. Pool mit Freunden spielen, das ist auch eine schöne Sache. Genau, da gibt es immer mal so Pool-Plätze auch in den Orten. Singen, Gesangsunterricht. Ja, das ist ganz wunderbar. Und Musik und Singen ist zum Beispiel ein ganz, ganz wunderbares Mittel, um von, ich sag mal, unseren Stresslevel zu reduzieren. Wenn wir singen, können wir nicht gleichzeitig Stress empfinden.
Wenn wir mal sehen, früher die Sklaven zum Beispiel, na, auf den Galeeren und so, die haben gesungen, um sich miteinander zu motivieren, um letzten Endes, ja, sich in eine gute, möglichst gute Stimmung zu bringen. Und dieses Singen, wenn wir morgens schon aufwachen, und heute Morgen hatte ich ein Erlebnis, ich höre SWR 1 im Bad, ist SWR 1 eingestellt, und da lief heute Morgen Jump von Van Halen. Da habe ich lauthals mitgesungen und hat sich so gut angefühlt. Das Fenster war zu, die Nachbarn haben es nicht gehört. Aber diese Musik macht etwas mit uns. Wunderbare Belohnung und ein Stressregulierer dazu. Gesangsunterricht, Tiere beobachten, ganz genau. Ja, wunderbar. Ein schönes Bad nehmen auch. Ja, ganz tolle Sachen. So, das ist so wohltuend. Zum einen bringt es uns in die Ruhe und zum anderen belohnt es uns noch. Und wir fühlen uns gut dabei. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt dabei. Wenn es vielleicht eine Aufgabe ist, wo du vielleicht sagst, oh, die mache ich eigentlich gar nicht so gerne, dann kannst du dir, wenn du dir jetzt sagst, okay, ich mache jetzt diese Übung, diese Aufgabe zum Beispiel, also keine Ahnung, das könnte jetzt zu Hause, bleiben wir mal zu Hause im Haushalt putzen oder bügeln, wie auch immer, was man vielleicht nicht so gerne macht, zu sagen, okay, ich bügel das jetzt, weil ich mag das, wenn die Wäsche gebügelt ist und sauber im Schrank sitzt. Und danach gönne ich mir ein schönes Bad. Das allein, die Perspektive darauf, wird dich schon etwas vergnügter bügeln lassen. Probier es gerne aus. Also das sind alles so schon erprobte Dinge, nicht nur von mir, sondern auch von vielen Teilnehmerinnen, die da auch schon Erfahrungen mit gesammelt haben. Und es ist so einfach eigentlich, um es uns immer wieder bewusst zu machen. Dankeschön für eure wertvollen Impulse. Beschenkt euch selbst. Wartet nicht, bis die anderen euch beschenken. Das ist auch Freiheit. Selbstbestimmung. Selbstbestimmung pur. Sich selbst loben, sich selbst in den Arm nehmen, sich selbst beschenken. Ja, ihr Lieben, vielen Dank für eure wunderbaren Anregungen. Lasst uns jetzt mal noch weiter springen, und zwar zur Formel. Und zwar zur vierten Lücke, die wir heute ausfüllen wollen. Und jetzt haben wir ja schon viel gehört heute, die letzten Tage auch schon. Was denkt ihr, was könnte heute in dieser Lücke stehen? Ist heute vielleicht ein bisschen schwieriger, weil der Begriff, glaube ich, heute noch nicht gefallen ist. Aber ich bin total gespannt, was eure Ideen sind oder was aus eurer Sicht da vielleicht heute stehen könnte. Das finde ich auch immer sehr inspirierend, weil manchmal, wenn man die Dinge so ausarbeitet, hat man vielleicht einen anderen Gedankengang, Verantwortung übernehmen. Ja, super. Könnte auch da stehen, Verantwortung. Sehr schön. Danke für den Impuls. Genau. Was habt ihr noch für Ideen? Was könnte da noch stehen? Oder was würde da für euch gut hinpassen jetzt mit den Impulsen, die ihr vielleicht heute aufgenommen habt? Was würde für euch da stehen? Sollte da stehen? Gibt es noch Ideen? Heute nicht ganz so einfach, gebe ich zu. Aber das Thema Verantwortung übernehmen trifft es eigentlich auch auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark da drin enthalten. Das ist auch eine sogenannte mentale Fähigkeit. Ich beschäftige mich ja auch mit Mindset-Arbeit ganz viel, wie gesagt. Und da gibt es sogenannte mentale Fähigkeiten. Und das ist eine davon. Ich würde mal sagen, ich löse es auf. Es ist nämlich der Wille, euer fester Wille. Und das ist ganz, ganz, oh, jetzt will Nummer eins zurück. Dein fester Wille. Dein fester Wille. Und da steckt die Verantwortung drin, nämlich zu sagen, Moment, ich übernehme jetzt Verantwortung für mich. Und ich habe für mich mein Fundament aufgebaut. Ich habe den Glauben an mich erhöht. Ich habe ein Ziel, eine Richtung für mich definiert. Und dann braucht es natürlich noch zum einen das Loben, die Motivation dadurch, die dadurch entsteht. Ja, und weil ihr kennt es vielleicht, es ist ganz oft zum Jahreswechsel so, man nimmt sich Dinge vor, gesünder essen, mehr Sport treiben, weniger arbeiten, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Dann geht das ungefähr so 3 Wochen gut und da tut sich vielleicht auch schon das eine oder andere. Und dann kommt
der Feind jedes Weges, jedes Vorhabens, nämlich die Ausnahme. Und wenn dann kein fester Wille dahinter steht und man sagt, okay, ich will das wirklich. Man könnte das jetzt auf drei Seiten, ich will das wirklich, man könnte es auf die vierte Variante, ich will das wirklich. Und wenn diese Worte in den unterschiedlichen Ausprägungen genauso in dir schwingen, dann ist das schon die halbe Miete für dein Vorhaben, für dein Ziel, was du dir gesetzt hast oder was du dir vielleicht noch vornimmst. Und ohne diesen Willen geht es nicht. Und da kann auch mal eine Ausnahme um die Ecke kommen. Und wenn du vielleicht Gewicht reduzieren möchtest und es kommt eine Runde Geburtstag ums Eck und da gibt es ein tolles Buffet und tollen Kuchen zum Nachtisch und so weiter. Und du sagst, eigentlich will ich ja abnehmen und so weiter. Und sagst, okay, gut, ich mache heute eine Ausnahme, morgen geht es weiter. Dann, wenn du diesen Willen hast, machst du auf jeden Fall am nächsten Tag weiter. Und was hilft dir dabei? Immer in dein Ziel zu springen. Deswegen ist dieses Zielbild, was du auch mit der Resilienzheldin in Meditation dir stärken kannst, ist dieses Zielbild so wichtig. Das wird dir helfen, deinen Glauben zu stärken. Es wird dir helfen, dran zu bleiben, deinen festen Willen beizubehalten. Es wird immer mal wieder Tage geben, wir kennen das alle, wo wir sagen, Mensch, warum wollte ich das eigentlich? Das ist ganz oft so, wenn man sich eine Ausbildung vornimmt oder so, zusätzlich zu dem Paket, was man vielleicht zu dem Alltag, den man ja sonst auch hat. Ja? Und da gibt es Momente, wo es einem zu viel wird und dann fragst du dich hundertprozentig, warum wollte ich das nochmal machen? Ja, warum wolltest du das nochmal machen? Und dir dann dieses Bild vor Augen rufen und dann fällt es leichter. Dann kannst du sagen, Mensch, heute ist blöd, Mac, heute geht mir es nicht so gut. Ich schlafe eine Nacht drüber, morgen geht es wieder mit vollem Elan und voller Kraft voraus. Dazu brauchst du diesen Willen. Ganz, ganz wichtig. Und ich möchte natürlich euch noch zu einem Zitat einladen. Und zwar ist auch ein wunderbares Naturbild, wie ich finde. Wenn ihr schon gedacht habt, ich wäre ja gerne so und so, ich hätte ja gerne das und das in meinem Leben. Und dann kommt so ein Satz ums Eck, vielleicht bin ich auch viel zu alt, um sowas jetzt zu machen noch überhaupt. Ne? Kann ich das überhaupt jetzt noch verwirklichen in meiner Restlaufzeit? Ja, kann ich das überhaupt noch verwirklichen? Also du merkst, wie du die Frage formulierst, wo du die Betonung drauf legst, ist es immer ein anderer Kontext. Und natürlich ist es nie zu spät. Oder vielleicht in meinen Worten formuliert, es ist immer noch Zeit, immer zu jeder Zeit möglich, so zu sein, wie man es gerne sein will. Und da ist der Wille wieder dabei. Und wir können jederzeit losgehen, uns jederzeit auf einen Weg machen. Und es ist nie zu spät. Ja, ich habe ja schon, glaube ich, auch mal erzählt, noch ganz am Anfang, ich habe ja sogar in meinem Programm eine Teilnehmerin dabei, die ist auch schon 70 gewesen. Jetzt ist sie schon 71 und sagt, hey, das ist so cool, ich kann selbstbestimmt meinen Tag gestalten. Und das ist ein Aufblühen. Deswegen kann man nicht sagen, das geht mit 50, mit 60 schon ein bisschen weniger, mit 70 gar nicht mehr. Nein, zu jeder Zeit ist das möglich. Und das ist nochmal etwas, was ich euch auf den Weg geben möchte. Genauso wie meine ganz liebe Freundin, die ist auch genau mein Baujahr und hat sich jetzt noch bei einem anderen, ist eine Führungskraft auch und hat sich jetzt bei einer anderen Institution beworben, hat aber gleichzeitig so ein bisschen den Gedanken gehabt, ich weiß nicht, eigentlich bin ich ja zu alt, um zu wechseln. Die haben sie mit Handkuss genommen, sofort und gleich. Weil sie die Erfahrung hat, ihre Art, ihre Reife, ihre Ausstrahlung, alles, was sie mitbringt. Also es ist nie zu spät, auch einen Job nochmal zu wechseln. Also das möchte ich euch ganz intensiv auf den Weg mitgeben. Und da geht ganz viel. Lass es zu, lass etwas anderes los und hab den festen Willen. Genau. Ja, so viel auch nochmal zu diesem Tageszitat. Da steckt so viel Emotion drin, du merkst es. Jetzt ist wieder Zeit für eure Fragen, bevor wir noch zur Tagesaufgabe kommen, die ich euch ja auch noch mit auf den Weg geben möchte. Jetzt habt ihr ja heute noch ein bisschen mehr Zeit, bis morgen Abend vielleicht drüber nachzudenken. Aber es ist alles ein Kann, kein Muss, sowieso nicht ein Muss, ne? Immer ein Kann. Ja, welche Fragen habt ihr? Was ist euch jetzt so dieser Stunde begegnet? Gab es vielleicht einen Gedanken-Aha-Erlebnis, wo du sagst, boah, das habe ich von der Seite noch gar nicht gesehen oder... Was habt ihr an Fragen? Schreibt es gerne in den Chat rein.
Da freue ich mich natürlich sehr. Was hat euch bewegt? Was ist euch begegnet? Lasst es uns gerne wissen. Lasst es mich gerne wissen. Alle noch ganz schwer am Nachdenken. Oder vielleicht sogar umdenken ist auch gut. Umdenken ist immer gut. Jeden Tag denke ich um. Und das ist einfach toll. Genau, es gibt keine Fragen. Oh, da kommt was rein. Schauen wir mal. Super. Oh ja, das ist auch sehr schön. Vielen Dank. Alles klar, sehr gut. Ja, das ist so, so wichtig. Keine Frage. Sehr schön, ja, super. Genau, super, Sabine, dass es gut getan hat, deine Freundinnen darüber zu informieren, dass sie dir unendlich wichtig sind und dass sie dir auch schon unbewusst vielleicht auch geholfen haben. Genau, es findet uns ja immer eigentlich, immer im Grunde das, was wir gerade brauchen, auch wenn wir es nicht immer direkt sehen. Ich finde es schwer, den Prozess auszuhalten, schreibt Susanne, wenn ich noch nicht so viel Kraft habe in den Glauben. Oh, Moment. So, wenn ich noch nicht so viel Kraft habe, den Glauben zu behalten. Ja, genau, die Kraft ist immer das Allerwichtigste, die Lebenskraft. Wenn wir die aufbauen, das Fundament, ganz intensiv am Fundament haben, dann ist der Blick weiter. Und dann können wir auch besser an uns glauben, unsere Fähigkeiten auch anerkennen, uns dessen, deren Bewusstsein und sagen, ja, ich habe das, ich kann das. Ich habe es ja schon öfter gemacht. Und dann, das ist immer ein Wachsen und Gedeihen. Genau, sehr schön. Ja, der letzte Satz, das Zitat, mit dem ist nie zu spät. Ich werde auch 50 und dachte, es wird schwierig mit dem Jobwechsel. Nein, 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 nein. Gerade im Moment sowieso nicht, wo es ja auch Fachkräftemangel gibt. Und wenn da jemand um die Ecke kommt, der Reife hat und der Erfahrung hat, der weiß, was das Leben so mit sich bringt und viel, viel besser darauf reagieren kann. Und wenn ich dann auch einen Resilienzkoffer dabei habe, noch besser. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Diese Erfahrung wird auch geschätzt, immer mehr geschätzt. Sabine schreibt noch, gestern fand ich es sehr, gestern fand ich es sehr schwer, meinen Wunsch zu finden, daran festzuhalten, genau. Mein fester Wille, der noch ausbaubar ist, wird mir dabei helfen, kleine Wünsche zu realisieren, genau. Und so finde ich die Schwierigkeit von gestern viel einfacher. Ja, super Erkenntnis, liebe Sabine, vielen Dank. Genau, manchmal stehen wir vielleicht an dem Punkt und sagen, boah, der Wunsch ist so groß, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Diesen Wunsch vielleicht ein bisschen aufzudröseln und zu sagen, okay, den Weg kann ich dahin gehen mit kleinen Schritten, ist sowieso viel, viel besser, als so einen großen Berg vor sich zu sehen und dann zu sehen, wie soll ich denn darauf kommen? In kleine Teilziele das aufzuteilen. Das ist natürlich ein separates Seminar im Grunde, aber das zu machen, Meilensteinchen sich auf den Weg hin zu bauen, zu aufschreiben am besten. Ihr wisst ja, schriftlich ist immer gut. Und das macht es einfacher und leichter, diese kleinen Schritte in Richtung eures Ziels zu gehen. Dann ist auch der Glaube leichter, weil wir nicht so einen großen Glauben haben, brauchen, sondern der Glaube, den nächsten Schritt nur erstmal zu schaffen. Schritt für Schritt für Schritt an uns zu glauben und zu motivieren, weil er hat dann auch funktioniert. Und das motiviert uns für die nächsten Schritte. Wow, vielen Dank fürs Teilen, ihr Lieben. Also diese Lebensmitte, das ist ja wie ein Wein. Ne? Gerade beim Rotwein ist es ja so, je länger der liegt, desto reifer wird er und desto besser ist er und desto wertvoller ist er auch. Und wenn wir das auf unsere Lebensmittel, auf unser Alter übertragen, das ist doch super, oder? Und den Gedanken dürfen wir uns aber auch zulassen. Ganz oft tun wir uns das nicht, weil wir zu bescheiden sind. Lasst es euch zu. Vielleicht ist das so der Punkt, den ihr heute mit in euren Tag nehmen könnt. Und natürlich die Tagesaufgabe. Und jetzt haben wir schon heute von Freundinnen gesprochen. Liebe Sabine, danke für den Impuls. Und wenn ihr jetzt in einer bestimmten Situation seid, könnt ihr euch mal überlegen, was würdest du deiner besten Freundin dazu empfehlen, wenn sie an einem ähnlichen Punkt stünde wie du heute. Das ist auch nochmal ein Perspektivwechsel.
Ja, also wir könnten das aber auch nochmal von einer anderen Seite beleuchten, weil Sabine den Punkt gerade reingebracht hat. Also zum einen, was würdest du deiner Freundin empfehlen, wenn sie an einem ähnlichen Punkt stehen würde? Du könntest es aber auch so machen, wenn du eine gute Freundin, vielleicht hast du die auf deinem Zettel stehen von vorhin, auf deinem, in deinem Workbook, diese Menschen, die dich liebevoll begleiten. Wenn du überlegst, was würde dir diese Freundin vielleicht empfehlen? Ist auch sehr, sehr hilfreich, weil vielleicht ist das eine der Freundinnen, die dich bisher unterstützt hat, unbewusst. Und du könntest dich fragen, was würde sie dir empfehlen? Ganz wunderbare Übung. Und vielleicht hilft es dir auch nochmal weiter. Also kannst die Frage gerne von beiden Seiten betrachten, wenn du magst. Es ist immer alles ein Kann und ein, eine Empfehlung, eine Herzensempfehlung. Aber das sind genau die Fragen, die uns so, die uns bewegen, die etwas in Bewegung bringen. Ja, ihr Lieben, wir sind schon wieder, die Stunde verfliegt jedes Mal wie im Fluge. Das ist der Wahnsinn. Ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart. Und wünsche euch einen wunderbaren Sonntag mit vielen Impulsen, die ihr vielleicht jetzt so ein bisschen mitnehmen könnt in euren Tag und ganz vielen Samen, die wir wieder für uns gesät haben und letzten Endes die wachsen und reifen dürfen, wenn sie entsprechend gehegt und gepflegt werden. Morgen ist unser Finalabend. Da geht es um 20 Uhr wieder weiter. Und da kommen wir ins Finale, nämlich so geht's. Und da steigen wir noch tiefer ein, wie du dich auf deinem Weg machen kannst, in deine Freiheit. Und das sind so viele, und es kann auch eine ganz kleine Freiheit sein. Und je mehr kleine Freiheitsschritte, Schrittchen, Minischrittchen wir gehen, umso leichter können wir auch gehen. Weil wenn wir so groß was vor uns sehen, ist es oft schwierig. Und deswegen bin ich dankbar für den Impuls, liebe Sabine, den du reingegeben hast. Es darf ja leicht sein. Es geht ja darum, dass es leicht ist. Wir wollen ja kein großes Problem schaffen, eine große Herausforderung, sondern wir wollen leichtfüßig zu etwas hinkommen, was wir wollen. Und das Schritt für Schritt, Schrittchen für Schrittchen. Ich sage vielen Dank, dass ihr heute bei diesem tollen Wetter dabei wart. Der eine oder andere wird es von den Angemeldeten heute Abend sicher noch nachschauen, wenn es dunkel ist oder so, kurz vorm Bett gehen, um vielleicht auch mit positiven Gedanken einschlafen zu können und die Gedanken mit in die Nachtruhe zu nehmen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Lasst es euch gut gehen. Und je nachdem, ob ihr jetzt dann auch gleich zu Mittag isst oder ob ihr vielleicht spät gefrühstückt habt, sorgt gut für euch, nehmt diese Gedanken mit in den Tag und ich freue mich schon wieder, wenn wir morgen uns um 20 Uhr sehen. Gleicher Link. Und da geht es dann in die Finalrunde. Ja, super, liebe Britta. Danke, dass du dabei geblieben bist und alles, alles Gute für den Rücken. War sehr, sehr schön und es ist, ja, vielleicht hast du auch den einen oder anderen Impuls nochmal mit aufnehmen können, der hoffentlich auch, ja, deine Schmerzen etwas lindern könnte. Ich würde es mir wünschen. Euch allen eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns morgen sehen und, ja, liebe Grüße, sonnige Grüße, milde sonnige Grüße vor allen Dingen heute. Ja, Dankeschön, liebe Valerie. Das freut mich sehr. Ihr macht mir auch ein Geschenk, dass ihr da seid und so toll mitmacht. Das ist immer ein Geben und Bekommen. Genau. Ja, danke dir, liebe Manuela. Viel Spaß noch in Obsteig, in Tirol. Genieß die Berge und grüße sie von mir. Ende nächster Woche darf ich auch wieder in die Berge fahren. Da freue ich mich schon so drauf. Ich werde euch natürlich berichten. Liebe Grüße. Bis morgen Abend, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.